Herr Bitschnau, sind denn große, dicke Muskeln noch angesagt oder ist der Trend eher zu schlanken Figuren? Ja, also was sehr stark geworden ist, was mir besonders gefällt, ist, dass die jungen Burschen sehr unter einem Leidensdruck gekommen sind. Also früher waren es nur die Frauen, die irgendwo einen Leidensdruck hatten, was die Figur anbelangt. Und heute sind es die jungen Burschen genauso. Also das hat was mit der Emanzipation zu tun. Früher war es so, dass dort meistens die trainiert haben, doch recht dicke Muskeln wollten. Das ist heute fast nicht mehr der Fall. Das sind Einzelfälle, die es immer gibt und geben wird, aber auch ob es junge Männer sind oder ältere Männer sind, die wollen einen durchtrainierten Körper, wollen aber nicht übermäßig trainierte Muskulatur. Kann man denn sagen, dass es diesen Herbst, Winter irgendwelche Fitnesstrends gibt? Also Fitnesstrends, so wie man sich das vielleicht vorstellt, wie es in den 80er und 90er Jahren war, sehe und spüre ich nicht in unserer Branche. Was aber sehr stark im Kommen ist, das ist, dass viele Betriebe sich immer mehr auf die Bedürfnisse der einzelnen Zielgruppen einstellen. Denn ein Jugendlicher, der etwas für die Figur trainieren möchte oder dem es darum geht, Gleichgesinnte zu treffen in seiner Freizeit, hat ganz andere Bedürfnisse als wie ein Herr, wo man, wie man so schön sagt, 50 plus, der vielleicht auch schon gesundheitlich eventuell Einschränkungen hat, sei das mit dem Kreislauf, Blutdruck, auch Blutdruckmedikamente mit unternehmen muss, der muss ganz anders betreut werden und das Programm anders aufgebaut werden. Wenn man jetzt mal annimmt, ich bin so ein Bürohengst, der den ganzen Tag nur im Büro sitzt, schon seit Jahren und seit Jahren keinen Sport gemacht hat und ich komme jetzt zu Ihnen und möchte mich mal wieder ein bisschen fit halten. Wozu würden Sie mir denn dann raten? Zu welchem Programm? Da zeigt sich das auch, die Veränderungen. Es gibt keine irgendwelche fertigen Programme, sondern da geht es darum, dass man sich mit der Person zusammensetzt, dass man anhand von einem meistens standardisierten Fragebogen die sowohl die Bedürfnisse, die Trainingsziele, aber auch eventuelle körperlichen Einschränkungen erfasst und dann ein Programm zusammenstellt, das sowohl den Bewegungsapparat trainiert und auch dann auf der anderen Seite ein Ausdauertraining kombiniert. Und wenn man natürlich sehr viel sitzt, auch die entsprechenden Dehnübungen, dass die Muskulatur, die da durch das Sitzen verkürzt, dass man das auch wieder dehnt.